Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute Abend hier die Gelegenheit habe, zu einem, meine ich, sehr wichtigen Thema vorzutragen. Ich bin, wie man hören kann, gebürtig nicht aus Berlin, sondern komme aus dem süddeutschen Raum. Bin zu Hause in Freiburg im Breisgau, habe dort Volkswirtschaftslehre studiert, bin ganz zufällig in die Immobilienbranche geraten, wie so viele, glaube ich. Habe dann nochmal an der EBS in Österreich-Winkel mich spezifischer ausbilden lassen und bin seit tatsächlich 10 Jahren für die Deutsche Wohnen im Driver's Seat. Ich habe hier gestern Abend nochmal kräftig an meiner Rede gefeilt. Ich habe sie eigentlich komplett neu geschrieben. Es ist für mich sehr ungewöhnlich, dass ich Reden schreibe. Normalerweise trage ich frei vor. Aber ich habe mir einfach gesagt, das Thema ist zu wichtig. Ja, und insofern will ich heute all mein Wissen, meine Erfahrungen, aber insbesondere meine subjektive Wahrnehmung hier auch ein Stück weit Ihnen sozusagen preisgeben. Das heißt, ich möchte schon ja irgendwo ein bisschen freier hier heute Abend agieren können. Das heißt, ich rede nicht für die Deutsche Wohnen, sondern ich rede in erster Linie als Bürger dieses Landes, der eine große Verantwortung hat, immerhin für 6.000 Mitarbeiter, der vor 10 Jahren aufgebrochen ist Richtung Berlin, der gemeinsam mit einem großartigen Team hier ein großartiges Unternehmen aufgebaut hat und mittendrin ist im Diskurs, im Disput. Ich habe Schwierigkeiten mit der Technik, wie Sie sehen. Also die Verkabelung ist schwierig, aber ich versuche das jetzt einfach mal so. Und ich habe hier auch eine technische Unterstützung, heißt, ich habe ein paar Slides mitgebracht. Ich werde mich allerdings nicht an den Slides orientieren, sondern ich werde hier meinen Vortrag, ich sage mal, im Wesentlichen inhaltlich bestreiten. Der Titel des heutigen Abends. Ich würde mal sagen, mein Referent Dr. Schmalenbach hat da viel mit mir diskutiert. Der Titel trägt die Überschrift 21. Jahrhundert. Wir sind also im 21. Jahrhundert tatsächlich angekommen. Und wie wir alle tagtäglich feststellen können, haben wir eine deutliche Politisierung im Land. Es erinnert mich ja ein bisschen, ich bin Jahrgang 63, an ich sag mal, die APO-Zeit, außerparlamentarische Opposition nannte sich damals. Auch damals hatten wir Bewegungen wie ich sag mal, die Friedensbewegung oder die AKW, also Gegen-Atomkraft-Bewegung. Heute nennt sich das Fridays for Future unter anderem. Ich glaube, wenn man zurückblickt und nach vorne blickt, dann kann man viel lernen aus der Vergangenheit. Viel lernen heißt, wir bewegen uns eigentlich immer wieder in Zyklen und wir bewegen uns selbstverständlich auch gesellschaftspolitisch in Zyklen. Ich habe gesagt oder gestern Abend entschieden, dass ich eigentlich ein bisschen vortragen möchte im Sinne Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Ich meine, es geht im Moment sehr, sehr stark um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Und es geht um eine Diskussion, mal mehr, mal weniger emotional, zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und mit dieser Ausgangssituation starte ich jetzt meinen Vortrag und gucke erstmal, was im Moment gerade passiert. Die Kritik, heute berechtigt oder unberechtigt, zielt im Kern auf die Frage ab, das ist zumindest meine Überzeugung, ob unsere Wirtschaftsverfassung Ungleichgewichte noch überwinden kann. Es geht einfach darum, dass wir insbesondere gerade im Moment im Wohnungswesen über ein Ungleichgewicht sprechen, eine Angebotskrise sprechen und in die Richtung ziele ich. Wir diskutieren also, ist die soziale Marktwirtschaft in der Lage, ist die Wirtschaft in der Lage, ist das freie Spiel der Marktkräfte in der Lage, solche Ungleichgewichte zu überwinden? Da kommt natürlich hinzu, dass in der Zwischenzeit das politische Spektrum heute viel breiter ist als noch, ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren. Ich persönlich bin groß geworden und habe mich bewegt immer zwischen CDU, SPD und FDP. Da
Das heißt, wir haben uns früher eigentlich immer nur darüber Gedanken gemacht, gibt es jetzt eine Koalition zwischen CDU, CSU und FDP oder SPD. Das heißt, wir haben heute ein deutlich breiteres Spektrum. Ich meine definitiv reichhaltiger als in den 80er, 90er Jahren. Und es ist logischerweise auch etwas radikaler geworden in diesem Land. Wir haben einen starken rechten Flügel und wir haben einen starken linken Flügel. Und das Stimmungsbild, was sich mir zeigt, ist geprägt von einer hohen Unzufriedenheit, die sich insbesondere auf der Straße artikuliert. Und diese Unzufriedenheit hat viel damit zu tun. Es gab vor wenigen Monaten eine Umfrage, was junge Menschen insbesondere vermissen, hat viel zu tun mit Führung, Perspektive. Das heißt, wir haben ein reichhaltigeres politisches Spektrum. Ja, wir haben sicherlich auch radikalere Ansichten. Aber was die Menschen vermissen, ist Führung und Perspektive, also der Kompass. Wohin soll es gehen? Und es betrifft eben nicht nur die Wohnungswirtschaft, es betrifft im Grunde genommen alle Branchen. Ich habe schon gesagt, wir müssen uns von der Bonner Hinterzimmerpolitik mit stabilen Mehrheiten verabschieden. Insbesondere die Politik muss sich darauf einstellen. Und die Sprache und Wünsche der Jugend stärker in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Als ich studiert habe, war das Thema Solidarprinzip ein ganz wesentliches Merkmal der BRD. Solidarprinzip wurde diskutiert im Sinne beispielsweise der Rente. Ja, wir haben im Vergleich zu allen anderen Ländern haben wir ein Umlagensystem, was im Wesentlichen darauf basiert, dass die arbeitende Bevölkerung sozusagen die Rentner refinanziert. Wir haben kein kapitalgedecktes System, sondern ein Umlagesystem. Und die erste Sicht, die ich habe auf die Dinge, ist, ich glaube schon, dass dieses Solidarprinzip gefährdet ist. Warum ist das Solidarprinzip gefährdet? Weil dieses politische Spektrum auf der einen Seite, was wir heute mit 7, manchmal sogar schon 8 Parteien umschreiben, Bayern, nicht in der Lage ist, ich sag mal, unsere Generation ab Y abzuholen. Wenn wir uns die Politik der letzten Jahre angucken, dann stellen wir fest, dass die Kernschmelze der Volksparteien dazu führt, dass wir immer, immer stärker in eine Klientelpolitik geraten. Und Klientelpolitik, ich glaube, das hat sich ganz deutlich noch mal zuletzt artikuliert im Zusammenhang mit der Frage dieser Grundrente, Anspruch auf Grundrente. Da gibt es eine Jugend, die sich sichtbar macht und sie sagt, es kann doch nicht sein, dass wir Ausgaben tätigen, die in erster Linie konsumtiv sind, die nicht investiv sind, die uns perspektivisch in der Digitalisierung, in der Infrastruktur, in der Bildung nicht weiterbringen, die ausschließlich konsumtiv, das heißt ausschließlich Generationen zur Verfügung gestellt werden, die nicht für unsere Zukunftsfähigkeit letztendlich eintreten können. Was heißt das für uns als Unternehmen? Jetzt will ich den Bogen schlagen zu unserem Unternehmen. Ich denke, wenn man die Geschichte der Deutschen Wohnen betrachtet, dann kann man hier eine ganz schöne Geschichte erzählen. Und im Nachhinein, im Rückblick, frage ich mich auch immer wieder, was war eigentlich der Erfolg? Oder was waren die wesentlichen Entscheidungen, die wir im Management-Team getroffen haben, die ich getroffen habe, die zu diesem Erfolg oder zu dieser zunächst mal zumindest unternehmerisch doch beeindruckenden Performance geführt haben. Und wenn ich mir das so vergegenwärtige, dann würde ich sagen, wir als Unternehmen müssen eigentlich wenig ändern. Das hört sich jetzt despektierlich an, ja, wenn ich mir, ich sag mal, die Situation anschaue, wie über Deutsche Wohnen diskutiert wird. Ja, wir sind im Spektrum, wir sind im Brennglas der öffentlichen Diskussion. Aber ich glaube, als Immobilienwirtschaft darf man sich nicht beeinflussen lassen von Tagesform. Und man darf auch nicht trainieren auf einen 100-Meter-Lauf, sondern man muss Langstrecke können. Und Langstrecke hat sehr viel zu tun mit Trends. Und als ich 2007 die Aufgabe übernehmen durfte, die Deutsche Wohnen zu führen, da hatte ich erstmal ein Unternehmen, was gerade aus der Krise kam.
Ja, 2007, 2008, wir alle wissen, war damals geprägt von der sogenannten Finanzkrise weltweit. Das heißt, wir hatten eine Verschuldung von nahezu 80% des inneren Wertes. Wir hatten einen durchschnittlichen Zinssatz, das muss man sich jetzt einfach mal vergewärtigen, von 5,5%. Wir hatten eine Refinanzierungsamortisationsdauer von etwa 7 Jahren im Durchschnitt. Das Unternehmen war hoch verschuldet. Das Unternehmen hatte gerade eine größere Gesellschaft, nämlich die GEHAG, übernommen. Und das Unternehmen hatte an der Börse eine Entwicklung im Aktienkurs von 45 Euro auf unter 10 Euro. Das heißt, das Unternehmen war faktisch perspektivlos. Ich habe mich damals trotzdem von all den Rahmenbedingungen nicht beeindrucken lassen und habe gesagt, okay, als Immobilienunternehmen, Wohnungsanbieter, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie sich Deutschland entwickelt. Und wenn ich sage, wie sich Deutschland entwickelt, dann glaube ich, ist es fair zu sagen, die Brille allein auf Deutschland zu richten, ist verkehrt. Das heißt, ich habe mir angeguckt, wie sich Metropolregionen entwickeln, wie sich Demografie abbildet, wie sich Wanderungsbewegungen darstellen. Ich habe mich also mit 3 Themen beschäftigt, mit der Urbanisierung, mit dem demografischen Wandel und mit der Ressourcenallokation. Urbanisierung, für mich war damals schon klar, dass es einen Trend auch in Deutschland geben wird in die Städte. Wir haben damals angefangen mit einem relativ kleinen Portfolio, was auf Städte ausgerichtet ist. Heute sind 95% unseres Bestandes sind in den großen Städten. Wir haben damals in einer sehr, sehr schwierigen Phase entschieden, dass wir sozusagen Flächen eher verkaufen. Das heißt, wir haben große Teile unseres Portfolios in Rheinland-Pfalz, auch in Ostdeutschland, in Norddeutschland verkauft. Man kann die Geschichte der deutschen Wohnen auch so erzählen, dass wir etwa 220.000 Wohnungen gekauft haben und 50.000 Wohnungen verkauft haben. Urbanisierung war für mich das Thema und ich sag mal, der ganze Aspekt Urbanisierung ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, der uns erfolgreich gemacht hat. Als ich damals die Diskussion geführt habe mit meinem Aufsichtsrat und auch wesentlichen Investoren, war da wenig Verständnis für diese Überlegung. Und insbesondere in München und Frankfurt, wo ich Shareholder hatte, war das sehr, sehr schwierig, den Menschen zu erklären, dass Berlin im nationalen Vergleich die besten, aus meiner Sicht besten Zukunftsperspektiven hat. Demografischer Wandel. Wir haben uns sehr früh mit dem Thema demografischer Wandel beschäftigt und ich sage mal, wir kennen alle die Zahlen zur Alterung der Gesellschaft, 3,4 Millionen heute schon pflegebedürftig und wir wissen, der Anteil wird signifikant in den nächsten Jahren steigen. Wir haben als einer der ersten Investoren entschieden, dass wir in das Geschäft einsteigen, Senioren Wohn- und Seniorenpflege und sind heute der zweitgrößte Eigentümer solcher Anlagen. Das ist auch der Grund, warum wir heute insgesamt 7.000 Mitarbeiter beschäftigen. Allein 5.000 Mitarbeiter sind in diesem Segment tätig. Und dann kommt eine Überlegung, die ich glaube, für uns insgesamt wichtig ist. Das ist eine Überzeugung, die ich habe. Das ist sehr subjektiv, was ich jetzt sage, aber das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, Ressourcenallokation. Ressourcenallokation ist ein Thema der Volkswirtschaft. Das ist ein geflügeltes Wort der Volkswirtschaft. Das diskutiert man hoch und runter. Da geht es eigentlich um die Frage, wie die Verteilung knapper Produktionsfaktoren geschehen soll. Damals diskutierte man über Kapital, Arbeit, Boden. Ich würde mal sagen, trifft immer noch sehr gut zu. Boden ist etwas, was ich heute als sehr knappes gut umschreiben würde. Arbeit, wir wissen alle, wie der Arbeitsmarkt heute aussieht, ist ein knappes Gut. Kapital ist etwas, was uns heute zur Verfügung steht für unglaublich wenig Geld. Ich bin der Meinung, und das ist eine ehrliche Einschätzung zur Gesamtsituation, dass diese Ressourcenallokation ganz wesentlich für Zukunftsentscheidungen ist, ganz wesentlich auch für die Perspektive Deutschlands entscheidend ist.
Ich denke, wenn ich jetzt das nochmal rekapitulieren darf, dass die Probleme in der Immobilienbranche, die wir heute haben, im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind. Erstens, dass Politik, Wohnungspolitik hier insbesondere, den Trend, die Entwicklung, die Urbanisierung nicht gesehen hat. Ich kann mich erinnern, noch ja, Anfang der oder eher Ende der 90er Jahre, dass wir über Alterspyramide gesprochen haben und wir haben sehr viel über die Situation der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland gesprochen. Ich kann mich erinnern, wir haben sehr viel diskutiert, laufen wir nicht automatisch in hohe Leerstände? Ja? Also das Gefühl der Politik Ende 98, 99, 2000 war eher, wir haben ein Problem. Wir müssen verstärkt in den Rückbau gehen. Und Sie erinnern sich vielleicht, nach der Wende 1990 hatten wir eine riesige Diskussion, wie gehen wir mit den Großsiedlungen in Ostdeutschland um, die auf Sicht leer stehen werden. Wir haben riesige Programme etabliert und haben angefangen, in Dresden andernorts Wohnungen, die im Grunde genommen noch funktioniert haben, abzureißen, mit erheblichen steuerlichen Aufwendungen. Und wenn ich heute nach Dresden gehe und mich frage, wie viele Wohnungen sind in Dresden abgerissen worden und wie viele Wohnungen braucht heute Dresden, dann muss ich einfach sagen, Trends zu erkennen ist mit das Wichtigste, was Politik insbesondere in der langfristigen Ausprägung berücksichtigen sollte. Demografischer Wandel, ob Flüchtlingskrise, ob mit oder ohne Flüchtlingskrise, ist ein Riesenthema für uns, weil die Gesellschaft wird älter, die Lebenserwartung steigt und die Menschen, auch die älteren Menschen, wollen gerne in ihrem Mikrokosmos bleiben, das heißt in der Stadt. Heute meine ich, die Krise, die wir in der Wohnungsbranche sehen, ist also zurückzuführen, ganz klar, auf die fehlende Antizipation der Politik, was langfristige Trends anbelangt, verstärkt worden, insbesondere in den Großstädten durch die Flüchtlingskrise und überbordende Bürokratie. Jeder von Ihnen weiß, der in der Immobilienbranche tätig ist, was das bedeutet. Wir wissen, wir haben 16 Länderbauordnungen, ja, das heißt, je nachdem, wo Sie bauen, ob Sie in Berlin bauen, ob Sie in Hamburg bauen, ob Sie in Baden-Württemberg bauen, haben Sie hier andere Rahmenbedingungen zu beachten. Das gilt im Übrigen auch für Thema Pflege. Auch die Pflege ist stark reguliert. Auch in der Pflege haben wir nicht ein bundeseinheitliches Gesetz, was klare Regeln vorgibt, sondern wir haben ähnlich wie in der Bildungspolitik im Grunde genommen eine Vielfalt von Ideen. Zurückkommend auf die Deutsche Wohnen, wir haben also diese Trends richtig antizipiert und wir waren mutig, und das ist etwas, was wir auch wieder brauchen, glaube ich, aktuell. Wir waren mutig und haben trotz eines niedrigen Aktienkurses von unter 10 Euro entschieden, dass wir die Gesellschaft neu kapitalisieren müssen. Das heißt, wir haben im Jahre 2009 als eine der wenigen Immobiliengesellschaft in Deutschland, eigentlich die einzigste, entschieden, dass wir eine Kapitalmaßnahme machen, dass wir Eigenkapital einwerben. Man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben knapp 50 Millionen Euro Aktien platziert und haben dafür 250 Millionen Euro bekommen. 250 Millionen Euro heute würde bedeuten, ich sag mal, etwa 12, 13 Millionen Aktien. Den Schritt sind wir gegangen, weil wir gesagt haben, wir haben fundamental eine großartige Perspektive vor uns. Wir müssen die Gesellschaft neu rekapitalisieren. Wir müssen uns von strukturschwachen Beständen trennen. Wir müssen auch unsere Wertschöpfung verbreitern. Also insofern, wenn ich mir das heute angucke, müssen wir als Unternehmen erstmal wenig verändern, weil diese Trends sind nicht national geprägt, sondern international geprägt. Die Situation heute ist dramatisch im Wohnungsmarkt, weil ich glaube, dass wir heute nicht mehr das typische Defizit haben, was man so mit Schwankungen erklärt. Also in der Wirtschaftsbranche spricht man von konjunkturellen Defiziten und strukturellen Defiziten. Ich glaube nicht, dass wir ein konjunkturelles Defizit haben im Wohnungsangebot, also etwas, was aufgrund von Schwankungen
entsteht, sondern wir haben ein echtes strukturelles Problem im Angebot. Und das heißt, ich glaube einfach, dass die Vision, wir bauen mal schnell 1,5 Millionen neue Wohnungen. Das war die, sage ich mal, Ausgabe unseres Wohnungsbauministers, gleichzeitig Innenministers. Wir wollten also in der BRD 1,5 Millionen innerhalb der nächsten 4 Jahre neu produzieren. Schaffen wir nicht. Wir werden weit, weit darunter liegen. Woran liegt's? Es liegt nicht daran, dass wir nicht das Kapital zur Verfügung haben. Es liegt nicht daran, dass es nicht die Nachfrage gibt. Also es gibt, wie gesagt, eher ein Angebotsproblem als ein Nachfrageproblem. Es scheitert größtenteils an Politik und an Administration und der fehlenden Bereitschaft, Städte so zu denken, wie Städte sich wahrscheinlich in 20 bis 30 Jahren abbilden werden. Das heißt, Verdichtung, Dachgeschossausbauten, die Ausweisung neuer, sage ich mal, Flächen für den Wohnungsbau kommen nicht hinterher, werden nicht zur Verfügung gestellt oder werden auf Basis einzelner Interessen letztendlich am Ende des Tages nicht realisiert. Das heißt, wir stehen vor einem echten strukturellen Angebotsproblem, einer Angebotskrise. Und ich glaube, dass die Aktivitäten, die derzeit von der Politik entfaltet werden, dass die insgesamt die Angebotskrise verschärfen werden. Ich glaube, der Mietendeckel in Berlin wird nicht dazu führen, dass mehr Wohnungen entstehen, sondern es werden weniger Wohnungen entstehen. Und ich glaube, dass ein Mietendeckel in Berlin dazu führen wird, dass dem Mietwohnungsmarkt systematisch Wohnungen entzogen werden. Es gibt Erfahrungswerte, es gibt Beispiele in San Francisco, es gibt Beispiele in Stockholm. Nicht nur, dass die Wohnungsbestände insgesamt von der Instandhaltung, im Zeitablauf große Rückstände aufweisen, sondern wir haben in Stockholm die Situation, dass sie ähnlich wie in der DDR auf ihre Wohnung Jahre warten müssen. Das wird nicht nur dazu führen, dass wir mehr und mehr in eine Grauzone kommen, dass wir in klassische Situationen kommen, wie das mal Anfang der 90er Jahre war hier in Berlin. Man musste früher Abstandszahlungen leisten, man musste irgendwo Netzwerke aufbauen, man musste, ich habe das selber erlebt, früh morgens zum Bahnhof fahren und die Morgenpost lesen, um vielleicht ein Angebot zu finden. Man musste sich in Schlangen stellen. Ich glaube, dass die Politik aktuell die Situation im Wohnungsmarkt verschärft. Wenn ich dann höre, wir müssen einfach mehr bauen, dann würde ich mal sagen, ja, wir müssen mehr bauen, aber das Thema ist deutlich komplexer. Es ist also nicht damit getan, einfach mehr zu bauen, sondern für mich stellt sich die Frage, basierend auf diesen langfristigen Trends, wie wir die Verknappung und Verteuerung des Wohnungsangebotes in unseren Städten und Metropolen überwinden. Was ich damit sagen will in dem Satz, ist relativ banal. Während die Wohnungspolitik heute noch sehr, sehr stark auf Deutschland ausgerichtet ist, das heißt nicht unterscheidet zwischen wachsenden und schrumpfenden Märkten, bin ich der Meinung, dass man die Heterogenität des Problems ganz anders angehen muss. Also hier in Berlin muss man sich die Frage stellen, zu Recht, wie kommen wir in mehr Angebot, und wie können wir das Angebot ausweisen? Gleichzeitig haben wir in Chemnitz, in anderen Städten, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in weiten Teilen Norddeutschlands, Westdeutschlands, die Problematik hoher Leerstände. Gleichzeitig mit diesen Leerständen verknüpft ist natürlich die Situation, und das ist ein sehr ernsthaftes Problem und das müssen wir genauso diskutieren, dass mit dieser fortdauernden Abwanderung von Menschen aus ländlich geprägten Regionen etwas stattfindet mit unserem Vermögen. Nämlich unser Vermögen, wenn wir falsch investiert sind, reduziert sich. Das heißt, wir haben in den ländlichen Regionen, das wissen Sie und das können Sie immer öfter nachlesen, die Situation, dass wir Wertverluste zu verzeichnen haben, und dass Altersvorsorge in den ländlichen Regionen sozusagen schwindet.
zurückkommt auf das Thema Ressourcenallokation, bin ich der Meinung, die Mittel, die wir zur Verfügung stellen müssen, die stehen uns nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und das ist das Thema Ressourcenallokation. Deshalb müssen wir uns mehr mit der Frage einer effizienten Ressourcenallokation befassen. Das heißt, wir müssen genau überlegen, wo wir knappe Mittel investieren. Und wenn Herr Kohl, unser ehemaliger Bundeskanzler, 1990 die Wiedervereinigung auch umschrieben hat mit dem Bild, das kennen wir alle noch, der blühenden Landschaften und der Aussage, dass sich die ostdeutschen Lebensverhältnisse innerhalb von 5 Jahren an die westdeutschen Lebensverhältnisse angleichen werden, dann wissen wir, es kam ein bisschen anders. Und es kam dramatisch anders. Und wir können tagtäglich nachlesen, das ist unter anderem eine der Diagnosen und Analysen der letzten Wahlentscheide in Ostdeutschland, dass wir bis heute es nicht geschafft haben, dass wir in Ostdeutschland gefühlt oder empirisch belegt die gleichen Lebensverhältnisse haben wie in Westdeutschland. Ich bin der Meinung, dass das, was Politik heute immer noch sagt und das, was Politik heute nicht mit gleichen Lebensverhältnissen umschreibt, sondern wir müssen in die ländliche Region investieren, wir müssen die ländliche Region digitalisieren, dass sie nach wie vor an diesem Paradigma festhält, in Deutschland gleiche Lebensverhältnisse schaffen zu wollen. Ich bin der Meinung, dass wir uns das nicht werden leisten können. Und ich halte das für eine Politik, die dazu führt, dass wir eben nicht in eine Ressourcenallokation kommen, die effizient ist und werthaltig ist. Weiteres Beispiel, wir haben damals in Ostdeutschland kurz nach der Wende riesige Förderprogramme nicht nur aufgelegt für den Rückbau, sondern auch für den Neubau. Sie kennen das alle, private Investoren wurden sozusagen angeworben mit der, sage ich mal, Idee der sogenannten Sonderabschreibung. Man hat investiert als privater Investor, man wollte Sonderabschreibungen sozusagen in Anspruch nehmen und hat dann irgendwann nach Jahren festgestellt, auf was soll ich denn bitte schön abschreiben? Ich habe keine Erlöse. Das heißt, was ich sagen will, ist, dass dieses Paradigma, was meines Erachtens auch immer noch nach wie vor den Finanzausgleich prägt, heute und langfristig nicht mehr funktioniert. Ich glaube, die Solidarität der Bundesländer wird im Zeitablauf da abnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern nicht die nächsten Jahrzehnte hier in den Finanzausgleich einzahlen wird, wenn Bayern auf der anderen Seite sieht, wie die Mittel verwendet werden. Und ich glaube einfach nicht daran, dass wir in Deutschland noch in Europa gleiche Lebensverhältnisse schaffen können. Das heißt, wir müssen uns schon ernsthaft mit der Frage wirklich beschäftigen, die knappen Mittel so zu investieren, dass sie letztendlich auch nicht nur Erfolg kurzfristig, sondern langfristig und da denke ich eher in Wertentwicklung bedeuten. Also, das Paradigma der gleichen Lebensverhältnisse in Gesamtdeutschland werden wir aufgeben müssen. Das ist eine These von mir. Die zweite These von mir ist, und da geht es auch wieder um das Thema Ressourcenallokation. Wir müssen die individuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Subjekte wieder stärker in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns rücken. Wir alle kennen das Prinzip der Besteuerung. Und das Prinzip der Besteuerung fußt sehr, sehr stark auf dem Prinzip der Leistungsfähigkeit. Und das heißt, wir reden ja auch oft über sogenannte Mitnahmeeffekte. Und Mitnahmeeffekte entstehen meistens dann, wenn mit der Gießkanne sozusagen Ziele erreicht werden sollen. Also ist es wirklich vernünftig und richtig, dass losgelöst von Einkommen Jugendliche in Berlin sozusagen gesponsert werden, was die BVG anbelangt. Ist es richtig, dass man im Grunde genommen eine Mietpreisbremse etabliert, die völlig losgelöst von Einkommen jeden sozusagen subventioniert. Ist es richtig, wenn man über Mietendeckel spricht, dass man losgelöst von Einkommen sagt, die Mieten werden grundsätzlich gedeckelt?
Ich glaube nicht, dass das, ich sag mal, der Kerngedanke einer sozialen Marktwirtschaft ist, sondern der Kerngedanke einer sozialen Marktwirtschaft ist, dass die Marktwirtschaft soziale Verantwortung übernimmt. Aber soziale Verantwortung übernimmt für die, die wirklich Hilfe benötigen. Und ich glaube nicht, dass die Mietpreisbremse oder der Mietendeckel den Menschen hilft, die wirklich Hilfe benötigen. Sondern, das sehen wir heute selbst, wenn wir heute eine leerstehende Wohnung in Berlin anbieten, haben wir bis zu 500 Interessenten. Und wenn Sie 500 Interessenten haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wird in der Regel derjenige die Wohnung kriegen, der, ich sag mal, das Einkommen hat, ja, was ihn auch als sicheren Mieter ausweist. Dann wird der Mieter als erster letztendlich gewählt, der im Grunde genommen auch vielleicht in der Perspektive die Wohnung kaufen kann. Das heißt, wir müssen viel, viel stärker generell auch das Prinzip der Leistungsfähigkeit in all unseren Überlegungen, insbesondere in der Politik, wieder verankern. Weiter, neue Quartiere müssen sich heute viel stärker als in der Vergangenheit der Alterung der Gesellschaft, Sharing Economy und neuen Mobilitätskonzepten öffnen. Ich finde die Diskussion, die wir teilweise haben, finde ich ehrlich gesagt ermüdend. Ermüdend dergestalt, dass wir viel zu viel über, ich sag mal, das Thema günstiger Wohnungsbau sprechen. Günstiger Wohnungsbau ist langfristig nicht die richtige Antwort, weil das Thema Wohnungsbau ist komplexer. Günstiger Wohnungsraum haben wir gesehen in den 70er, 80er und 90er Jahren. Und ich kann Ihnen sagen, das sind genau die Bestände, wo wir mit die größten Schwierigkeiten haben. In der Vermietung, in den Grundrissen. Wir haben in den 70er, 80er Jahren unglaublich viele Wohnungen in dem Bereich, in einem Bereich geschaffen zwischen 80 und 120 Quadratmeter, die heute keiner mehr will. Wir haben in den 80er Jahren Wohnungen geschaffen mit Raumstrukturen, die man heute einfach nicht mehr vermieten kann. Man kann sie heute vermieten, aufgrund des knappen Marktes. Aber ich glaube, dass man in einer Stadt wie Berlin heute einfach darüber nachdenken muss, es geht nicht nur um Wohnungsbau. Und wir diskutieren im Moment viel zu viel über Wohnungsbau. Wir machen uns aber überhaupt keine Gedanken, wo die zukünftigen Arbeitsplätze angesiedelt werden sollen. In Berlin haben wir heute die Situation, dass nicht nur Grund und Boden sich verknappt, sondern wir haben die Situation, dass Wohnen sich massiv verknappt hat und wir haben einen massiven Anstieg in den Büromieten. Warum? Weil kaum noch Flächen zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir also perspektivisch auch wieder im Sinne der Ressourcenallokation, optimale Ressourcenallokation, über neue Quartiere, neue Siedlungen nachdenken, dann müssen wir ganzheitlicher denken und nicht nur im Sinne eines Klimaziels, sondern wir müssen uns einfach Gedanken darüber machen, was wünscht der Mieter in 10 oder 20 Jahren. Wir müssen das Klima schonen durch die Verringerung von Treibhausgasen, ja, und den verstärkten Einsatz von beispielsweise erneuerbaren Rohstoffen. Wir haben ein Projekt realisiert vor den Toren Berlins, das haben wir realisiert komplett in Holzbau. Wenn Sie mich fragen, ist das billig, dann kommt gleich die Antwort, nein, es ist nicht billig. Es ist sogar teurer, als wenn wir das in Ziegelstein gebaut hätten. Aber es ist komplett ohne Schmierstoffe, ohne Klebstoffe. Es ist fast keimfrei und es hat eine Luftqualität und eine Raumqualität, die ich glaube, zukünftig immer wichtiger wird. Ich glaube, dass der Mieter in 10 oder 20 Jahren, so ähnlich wie das bei Lebensmitteln heute der Fall ist, fragen wird, was haben Sie für Materialien verbaut? Welche Rohstoffe sind da letztendlich verwendet worden? Haben wir hier gesundheitsgefährdende Materialien verbaut etc.? Wir haben viel Erfahrung in der Sanierung unserer Wohnungsbestände und wir müssen leider Gottes feststellen, bis in die späten 90er Jahre sind Materialien verwendet worden, die wir heute mit riesigem Aufwand sozusagen fast schon als Sondermüll abbauen müssen. Kleines Beispiel kann sich keiner vorstellen, wenn wir heute im Denkmalbereich Holzfenster,
die Lackierung runternehmen, dann müssen wir das mit einem gigantischen Aufwand betreiben. Weil im Zuge dieser Sanierung werden Stoffe freigesetzt, die aus heutiger Sicht gesundheitsgefährdend sind. Das heißt, nicht nur die Handwerker, die das abbauen, sondern die gesamten Mieter, das gesamte Umfeld muss sozusagen abgeriegelt werden. Und die Kosten für eine solche Sanierung, also Erhaltung der alten Fenster im denkmalschutzrechtlichen Sinne, kosten uns das Dreifache eines Neubaus. Das heißt, wir müssen doch heute auch ehrlicherweise mal sagen, wenn wir hier als gesellschaftspolitische Aufgabe richtigerweise sagen, wir müssen mit knappen Ressourcen anders umgehen, wir müssen das Klima schonen, ja? Weil heute hatte ich ein interessantes Gespräch über Versicherungen, weil vielleicht immer weniger Versicherungen bereit sind und bereit sein werden, die Risiken, die aus Klimaerwärmung entstehen, zu übernehmen. Da müssen wir uns doch fragen, ist es wirklich die richtige Antwort, wenn wir heute das Paradigma setzen, günstiger Wohnungsbau. Zu all diesen Fragestellungen, Herausforderungen gesellen sich aus meiner Sicht exogene Faktoren, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Deutschland mag die viertstärkste Wirtschaftsnation weltweit sein. Politisch spielen wir deshalb noch lange nicht in der Weltliga. Geldpolitische Fragen werden in Brüssel entschieden. Geopolitische Aktivitäten der USA, China, Russlands nehmen wir zur Kenntnis. Klimapolitik wird so mehr und mehr zur Bekenntnispolitik. Als seriöses Unternehmen, ja, was, ich sag mal, seriös wirtschaftet, habe ich nicht nur ein Klimaziel 2050 oder 2030 oder 2020, sondern ich habe einen Masterplan. Und ich habe zumindest mal einen Plan, der mir über die nächsten 5 Jahre zeigt, welche Maßnahmen ich durchführen möchte, was uns diese Maßnahmen kosten und welche Effekte wir erzielen. Was uns fehlt ist, und das meine ich mit Bekenntnispolitik, ist die Umsetzung klimapolitischer Ziele. Wir haben keinen Plan. Das sieht man ganz deutlich im Beispiel Energiewende. Energiewende, national entschieden, meines Erachtens komplett falsch, hätte man in Europa entscheiden müssen. Entschieden ja, gegen Atomkraft, mittlerweile auch entschieden gegen fossile Brennstoffe. Das heißt, die Entscheidung pro regenerative Energien. Ich habe neulich einen Fachmann gesprochen, der damals an diesen Diskussionen intensiv mitgewirkt hat und auch ausformuliert hat. Und er sagt, wir hängen gegenüber dem ursprünglichen Plan 10 Jahre zurück, was die Energiewende anbelangt. Wir haben nicht das Problem, dass zu wenig regenerative Energie entsteht, sondern wir haben das Problem, dass die Energie nicht dort ankommt, wo sie ankommen sollte, nämlich in Süddeutschland. Auch wieder das Thema Ressourcenallokation. Ist es wirklich sinnvoll, dass wir Situationen subventionieren im Stile, Sie sehen das oft, Sie nehmen das wahrscheinlich wie ich oft zur Kenntnis, Sie fahren durch Windparks und stellen fest, die Hälfte der Windräder läuft nicht. Für den Eigentümer spielt es keine Rolle. Ob die laufen oder nicht laufen, die Einnahmen sind gesichert. Also auch hier die Frage, ich sag mal, was muss ich am Politikstil verändern? Und wir müssen uns ernsthaft auch mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet es, wenn wir langfristig mit dieser Geldzinspolitik sozusagen arbeiten müssen? Die erste Feststellung ist, wenn wir die Klimadiskussion versachlichen, dass Deutschland das Weltklima nicht retten wird können. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Trotz alledem, glaube ich persönlich, macht es Sinn, dass Deutschland hier eine Vorreiterrolle geht. Aber es geht um eine Vorreiterrolle. Aber wir werden das Klima nicht retten können. Deutschland ist und bleibt ein rohstoffarmes Land. Deutschlands Wohlstand ist und bleibt auf die Produktion und den Export industrieller Erzeugnisse angewiesen. Das ist meine Überzeugung. Und
Die langfristigen wirtschaftlichen Folgen einer langen Niedrigzinsphase sind heute nicht absehbar. Ich glaube, dass wir wirklich nicht ernsthaft eine Vorstellung davon haben, was diese internationale Geldpolitik für uns alle bedeutet, langfristig. Weil diese Niedrigzinspolitik, die wir in Europa haben, mit 0% mittlerweile, 0%, ja, die haben wir in England, die haben wir in den USA, überall haben wir rückläufige Zinsen. Wären wir in der alten BRD heute, dann hätten wir mindestens 4-5% Zinsen. Ja, wir hätten eine Inflationsrate von, ich sag mal, eher 3%. Wir hätten eine massiv restriktive Geldpolitik und wir hätten eine starke Währung. In Frankreich und Italien so oft erlebt, in den 80er, 90er Jahren hätten wir genau das Gegensätzliche. Wir hätten eine Abwertung der Währung, ja, um Exporte zu beschleunigen. Wir haben also eine Situation, die ich mal so umschreiben möchte. Wir sind Teil der EU und wir sind auch langfristig auf die EU angewiesen, weil wir diesen Wirtschaftsraum brauchen. Aber ja, wir haben in Deutschland eine Geldpolitik, die nicht zu den wirtschaftlichen Eckdaten dieses Landes passt. Wir haben Vollbeschäftigung, wir haben Auslastung, Vollauslastung der Kapazitäten. Ja. Wir haben die letzten Jahre riesige Gewinne gesehen. Wir sagen zwar auf der einen Seite, die Inflationsrate muss höher, ja, sein als 1,5%, aber ich glaube, dass wir Inflationsrate heute einfach falsch messen. Die Inflationsrate ist heute viel, viel größer. Wenn wir nicht den Warenkorb heute anders definieren, dann werden wir feststellen, dass wir sehr wohl eine Inflationsrate haben. Die Inflationsrate beispielsweise im Bereich der Gehälter und Löhne ist enorm. Die Kosten, die wir die letzten Jahre dort als Unternehmen beispielsweise jährlich verzeichnen, liegen bis zwischen 6-7%. Wir haben eine enorme Preissteigerung, beispielsweise von Immobilien. Wir haben eine enorme Preissteigerung von jeglichen Sachwerten. Das heißt, wir haben eine Inflation, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben aber einen Zins letztendlich, der diese Situation volkswirtschaftlich nicht richtig reflektiert. Was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn Bargeld Zinsen kostet? Wir wissen alle, in Deutschland ist die Neigung sehr, sehr groß, Vermögen in Geldvermögen abzubilden. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wo man für das Festgeldkonto, ja, das ist noch gar nicht so lange her, 5-6% Zinsen gekriegt hat. Das war eine typische Anlage eines Durchschnittsverdieners in Deutschland. Ich kann mich erinnern, dass wir für Staats- oder auf Staatsanleihen in der Regel 4-5% Rendite erwirtschaftet haben. Das war die typische Anlage von Fonds, Pensionsfonds, Versorgungskassen. Heute kostet Bargeld Geld. Das heißt, wir werden erleben, dass Sie und im schlimmsten Fall ab einem Euro zukünftig an Ihre Bank Zinsen bezahlen. Modellhaft ist das noch von niemandem abgebildet worden. Ich bin auch der Meinung, dass wir volkswirtschaftlich dieses Szenario noch überhaupt nicht bewertet haben. Es gibt einen Menschen, der immer wieder, ich sag mal, predigt. Ein bisschen zu populistisch, aber er weist immer wieder auf dieselben Themen hin. Wir können uns alle erinnern, dass die Frau Merkel in der Finanzkrise gesagt hat, die Sparvermögen sind sicher. Sind sie denn wirklich sicher? Wir haben eine Inflation und wir haben eine höhere Inflation, als uns das bewusst ist. Wir erzielen keine Zinseinnahmen, ganz im Gegenteil, wir zahlen langfristig Zinsen. Sind sie wirklich sicher? Und wie gehe ich damit um? Mit der Situation, dass ich zukünftig auf meinem Konto Geld habe, was ich verzinsen muss. Führt das nicht automatisch dazu, dass ich teilweise in Dinge investieren muss, in die ich vielleicht gar nicht investieren will? Was bedeutet es, wenn große Versorgungswerke, Pensionsfonds, Lebensversicherungen gezwungen sind, in risikoreichere Assetklassen zu investieren? Sie kennen das alle.
Ich glaube, alle 2 Jahre reden wir über Garantiezinsen, Lebensversicherung. Sie wissen, viele Menschen in Deutschland haben in Lebensversicherung investiert. Ich im Übrigen auch. Ich kenne den Sparplan und ich kenne noch die Ausgangssituation, die mir damals der Versicherungsmakler geschildert hat, wie sich das alles ganz toll entwickelt. Ja? Mit Einnahmeüberschüssen und so weiter. Ich glaube, These von mir, dass die Sparer auf lange Sicht die Rechnung bezahlen werden für das, was im Moment passiert. Weil Sparen ist heute negativ, massiv negativ betroffen von der Niedrigzinsphase. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass große Schuldner, und dazu zählen für mich insbesondere auch viele Euro-Staaten, heute massiv profitieren von Niedrigzinsen. Sie werden also erleben, wir werden erleben, dass Sie gezwungen sind, Ihr Sparvermögen anders zu investieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das unsere Branche weiter, im Preis treiben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sachwerte auch in Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ich glaube, dass das Risikobewusstsein sich verändert. Das heißt, wir werden gezwungen, wie große Pensionskassen, risikolastiger zu investieren. Was passiert denn mit den Lebensversicherungen, mit ihren Ansparplänen etc., wenn sie dann irgendwann feststellen, dass sie weniger kriegen, als sie mal einbezahlt haben? Sie haben ihren Plan. Ja? Wir wissen alle, dass unsere Renten nicht ausreichen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, Vorsorgepläne sind massiv betroffen. Und sind Staatsanleihen heute überhaupt noch sicher? Wenn ja, warum muss die EZB unverändert in Staatsanleihen investieren? Wer kauft denn heute griechische Staatsanleihen, italienische Staatsanleihen etc.? Auf der einen Seite haben wir die Situation, wie schon gesagt, es gibt Profiteure, das sind im Wesentlichen die Nation und dazu zählt meines Erachtens auch Deutschland. Deutschland ist im Moment in der luxuriösen Situation, dass wir Budgetüberschüsse erwirtschaften. Wenn wir aber den Haushalt normalisieren auf einen durchschnittlichen Zinssatz von 3-4%, dann sind wir heute hochgradig negativ. Und wenn ich sehe, wie die Ausgaben getätigt werden, was ich anfangs beschrieben habe, konsumtiv, dann bin ich der Meinung, dass wir auch hier in Deutschland nicht wirklich ehrlich mit uns sind und Politik massiv profitiert von dieser Niedrigzinssituation. Trotz alledem, ich bin positiv und bin nach wie vor sehr optimistisch. Ich bin der Meinung, wenn Politik, Wirtschaft, Gesellschaft die Herausforderungen wirklich erkennen und diesen Herausforderungen wirklich im Sinne einer Ressourcenallokation Rechnung tragen, haben wir nach wie vor eine gute Chance, die Dinge positiv zu beeinflussen. Ich bin der Meinung, es geht nicht darum, die soziale Marktwirtschaft in Frage zu stellen, sondern diese weiterzuentwickeln. Und das heißt ganz klar, da bin ich, glaube ich, eher in der Majorität. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass es gerechter wird. Das heißt, die soziale Marktwirtschaft muss dazu beitragen, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung gerechter wird. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, wie vorausschauende Politik funktionieren müsste, damit Einkommens- und Vermögensverteilung sich verändert. Wenn der deutsche Gesetzgeber vor 15 Jahren erkannt hätte, dass die Immobilienbranche diese Entwicklung nimmt, die sie entnimmt, dann hätte er alles dafür tun müssen, um die Eigentumsquote zu erhöhen. Er hätte dafür Sorge tragen müssen, dass viele Menschen hier in Deutschland Eigentum erwerben können. Wir haben im Immobilienbereich eine Wertsteigerung oder Wertentwicklung von bis zu 600% gesehen. Dumm nur, dass die wenigsten in Deutschland von dieser Wertentwicklung profitieren. Es geht für mich auch nicht um mehr oder weniger Staat, sondern es geht um die Einbindung der privaten Wirtschaft und deren spezifische Fähigkeiten. Wir brauchen privates Kapital für die großen Infrastrukturprojekte. Wir brauchen eine ideologiefreiere Diskussion, wenn es um die richtigen Technologien geht. Wer sagt uns denn, dass Elektromobilität wirklich die ressourcenschonendste und effizienteste Anwendung für Mobilität ist? Ich habe da größte Zweifel. Ich sehe da einfach Batterien, ich sehe
knappe Ressourcen, die da verbaut werden. Und ich sehe, dass wir bis Ende 2030 angewiesen sind auf fossile Brennstoffe, was Stromerzeugung anbelangt. Das heißt, mehr Mobilität über Elektro heißt am Ende des Tages in der CO2-Bilanz eigentlich eine Rückwärtsbewegung und keine Vorwärtsbewegung. Auch wir als Konsumenten von Energie und Lebensmitteln müssen uns hinterfragen. Wir können nicht auf der einen Seite saubere Energie einfordern, Massentierhaltung ablehnen und gleichzeitig niedrigere Preise fordern. Ich erlebe das in der Schweiz. Die Schweiz macht das besser. In der Schweiz ist es üblich, dass ich nicht viermal, fünfmal die Woche Fleisch esse, weil kann sich keiner leisten. Das heißt, wenn wir eine artgerechte Tierhaltung fordern als Gesellschaft, dann müssen wir der Landwirtschaft auch die Möglichkeit geben, dass die Landwirtschaft das so preisen darf, dass es für die Landwirtschaft funktioniert. Und wir als Unternehmen, jetzt kommt ein Stück weit die Herausforderung für uns, müssen zukünftig mehr leisten als Wachstum und Profit. Auch klar, der Herausforderung müssen wir uns stellen. Es geht hierbei um die Frage des Mehrwerts eines Unternehmens für die Gesellschaft, neudeutsch auch umschrieben mit Corporate Purpose. Sie kennen das, das ist die aktuelle Diskussion, der Joe Kaeser hat darüber berichtet. Es geht um die Frage, also gängige Meinung, ein Unternehmen heute braucht einen Purpose. Warum? Ohne einen solchen würden Millennials, also das ist die Generation nach 80 bis Ende 90, wird sich erst gar nicht im Unternehmen bewerben. Langfristig orientierte Investoren werden nicht in das Unternehmen investieren, wenn man keinen Purpose hat. Es geht also um Sinn, Inhalt. In unserem Fall heißt das, welchen Mehrwert liefern wir für unsere Mitarbeiter, Mieter, Kunden und die Gesellschaft, Stadtgesellschaft im Allgemeinen. Die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung für den Gebäudesektor geben der Branche eine Richtung vor. Mit dem Schritt der CO2-Bepreisung setzt die Bundesregierung aus meiner Sicht den ersten Meilenstein. Aber, wir müssen jetzt den Menschen erklären, mit welchen Instrumenten, Konzepten wir konkret die Einsparpotenziale effizient realisieren wollen. Und das heißt, wir müssen uns mit dem Gebäudesektor beschäftigen. Mit der Aufnahme des Gebäudesektors in den europäischen Emissionshandel, das ist ja, ich sage mal, die Position der CDU, FDP, würde die Branche den notwendigen Kompass, Anreiz erhalten, die energetische Sanierung von Gebäuden zu forcieren. Warum? Ich weiß nicht, ob Sie das verstanden haben. Ich habe sehr lange gebraucht. Ich dachte, CO2-Bepreisung heißt gleichzeitig Emissionshandel, heißt es aber nicht. Wir sind nicht im Emissionshandel, sondern wir sind im Moment eigentlich faktisch in der Besteuerung und erzielen Einnahmen, indem wir Wärme besteuern. Wir sind aber nicht im Handel von Verschmutzungsrechten. Das ist das langfristige Ziel. Wir müssen aber im Hinblick auf Klimaneutralität im Gebäudesektor die Heterogenität der Eigentümerstruktur, die Palette unterschiedlicher Gebäudearten und bei alledem das Wirtschaftlichkeitsgebot beachten. Was ich damit sagen will, ist, habe ich vorher erwähnt, wir haben schrumpfende Märkte, wir haben wachsende Märkte. Also wir müssen die Klimaziele dort definieren, wo wir die Klimaziele nicht nur erreichen können, sondern wo auch die Belastung refinanzierbar ist. Kein Gebäudeeigentümer wird in Klima investieren können, wenn er auf der anderen Seite sieht, er muss einen permanenten Wertverlust hinnehmen. Gebäude. Lediglich 5% in Deutschland unserer Gebäude sind erstmalig unter energetischen Gesichtspunkten erfasst worden. Das heißt, 95% unseres Gebäudebestandes sind vor der Diskussion Klimaneutralität entstanden. Der größte Teil davon ist gebaut worden in den 50er, 60er, 70er Jahren. Wir haben Erfahrungswerte, wir haben diese Erfahrungswerte stückweise uns erarbeitet, indem wir einfach an verschiedenen Gebäuden saniert haben und haben die Feststellung gemacht, dass sie maximal bis zu 50% Energie einsparen können durch Investitionen in die Gebäudehülle, in Fenster, in Dächer, in Keller. Die restlichen 50% werden sie erreichen müssen über eine digitale Energiesteuerung. Und das heißt, wir müssen Verbraucherverhalten beeinflussen, Punkt 1, Punkt 2. Und wir müssen für die Wohnungswirtschaft unter anderem auch den Strommarkt eröffnen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen über die Wärmeerzeugung.
Wir wissen heute alle, dass Fernwärme nicht die effizienteste Wärme ist. Wir müssen in dezentrale Lösungen kommen, die der Wohnungswirtschaft aber zusätzlich auch Möglichkeiten eröffnet, Strom zu erzeugen, was klimaneutral ist, insbesondere wenn ich auf Wärmerückkopplung setze. Wir als Deutsche Wohnen begrüßen diese Schritte, Absichten der Bundesregierung ausdrücklich. Wir haben vor Jahren das Thema Nachhaltigkeit auf unsere Agenda gesetzt und wir müssen das auf unsere Agenda setzen. 5 Minuten noch. Im Sinne, dass wir mehr und mehr realisieren müssen, dass unsere Investoren uns Vorgaben machen. Wir haben nicht nur immer mehr Ratingagenturen, die sich mit Rating im Sinne von ESG, CSR beschäftigen, sondern wir haben immer mehr Investoren, die sagen, wie ist denn euer Geschäftsmodell von der Nachhaltigkeit? Habt ihr eine CO2-Bilanz? Wie viel CO2 wollt ihr die nächsten Jahre einsparen? Das heißt, was ich sagen will, ist, für Deutsche Wohnen als börsennotiertes Unternehmen ist es eine Pflicht und ist es eine am Ende des Tages Notwendigkeit im Sinne Kapitalmarkt, sich diesen Themen zu öffnen. Hier zeigt sich meines Erachtens sehr schön an diesem Beispiel, dass marktwirtschaftliche Prinzip durchaus Regeln schaffen kann, die gesamtgesellschaftlich erwünscht sind. Wenn wir über unsere Mieter nachdenken, dann im Sinne von, welchen Mehrwert liefern wir unseren Mietern, dann kann ich Ihnen ganz aktuell berichten. Wir haben eine Mieterbefragung durchgeführt, die zu folgenden Ergebnissen kommt. Die Beteiligung ist sehr hoch mit 36%. Das ist von Experten, aus Expertensicht ein sehr, sehr hoher Wert. Der ist gestiegen. Die Zufriedenheit mit uns als Wohnungsanbieter, mit der Wohnung insgesamt, liegt bei über 80%. Das heißt, wir stehen natürlich im Austausch, im Kontakt mit unseren Mietern und wir kriegen alle 2 Jahre einen Rücklauf und wir orientieren uns auch massiv an den Kundenbedürfnissen. Und die Kundenbedürfnisse heute sind für unsere Kunden zumindest, für unsere Mieter in hohem Maße. Wir müssen uns um Sicherheit kümmern in unseren Städten, wir müssen uns um das Wohnumfeld kümmern und wir müssen uns um Bearbeitungszeiten kümmern. Auf der Mitarbeiterseite im Sinne von Boden, Arbeit, Kapital, haben wir, was die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter anbelangt, auch gute Werte aufzuweisen. Über 75% unserer Mitarbeiter loben den Team Spirit. Wir haben die letzten 4 Jahre intensiv investiert in Fortbildungsmaßnahmen, in Weiterbildungsmaßnahmen. Wir gehören zu den größten Ausbildungsbetrieben in Berlin. Wir haben das Budget für Fortbildung verdreifacht. Wir haben Arbeitswelten geschaffen, die ergonomisch sind. Das heißt, bei uns finden Sie mittlerweile Schreibtische, die sich einstellen lassen. Wir haben Angebote im Bereich Gesundheitsmanagement. Wir haben einen eigenen Kantinenbereich, den wir massiv bezuschussen. Wir beteiligen unsere Mitarbeiter am Erfolg. Das heißt, hier sehen wir 3 Dinge. Die Deutsche Wohnen hat nach wie vor, meine ich, auf die richtigen Trends gesetzt. Die Deutsche Wohnen muss als Unternehmen gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen. Das ist die Chance Klimaschutz. Wir müssen soziale Verantwortung übernehmen im Bereich unserer Mieter. Das ist das Mieterversprechen, was wir vor einem halben Jahr als einziges Unternehmen im Übrigen bislang in Deutschland als Angebot unterbreitet haben. Und wir müssen alles dafür tun, dass unsere Mitarbeiter bei uns bleiben, und unsere Mieter natürlich selbstverständlich mit uns zufrieden sind. Am Ende des Tages, glaube ich aber, müssen wir uns tatsächlich inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen, Ressourcenallokation. Das ist für mich das wichtigste und das beherrschende Thema der nächsten Jahre. Wir müssen uns mit Wettbewerb auseinandersetzen und wir müssen uns mit Umweltökonomie viel, viel stärker auseinandersetzen. Und das sehe ich als wesentliche Entwicklung einer oder Notwendigkeit einer modernen Volkswirtschaft. Das sind für mich die unverzichtbaren Bestandteile einer zukünftigen Diskussion, wenn es darum geht, die soziale Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Vielen Dank.
Nehmen Sie doch netterweise Platz und gestatten Sie mir ein paar Fragen von meiner Seite auf Ihren Tour d'Horizon durch die Wirtschaftsverfasstheit unseres Landes oder unserer, eigentlich ja bis hin zur Weltlage Richtung China und USA haben Sie ja den Bogen spannen können. Ich denke, da waren sehr, sehr viele sehr interessante Aspekte drin, die, wie ich gelernt habe, auch gerade das Auditorium zu Fragen anregen. Ich gucke jetzt mal zu unseren Gastgebern, die uns auch noch zu einem kleinen Get-Together hinterher einladen wollen, wie die zeitliche Disposition ist. Aber ich denke, ich werde ein paar Fragen stellen und dann... Wunderbar, sehr schön. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie in Ihren Ausführungen eigentlich vielfach die Politik als den Verursacher einer ganzen Reihe von Problemen dargestellt. Die Wirtschaft hat also vergleichsweise wenig falsch gemacht? Ja, differenzierter. Ich würde sagen, das habe ich ja am Ende auch gesagt, Purpose, ein Unternehmen, was langfristig erfolgreich sein will, muss heute gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen. Darf sich nicht ausschließlich reduzieren auf das Thema Profit und Wachstum. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Ich glaube aber auf der anderen Seite muss Politik Rahmenbedingungen vorgeben, muss Politik Dinge ordnen, muss Politik Perspektiven aufzeigen. Und ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen, die Situation, die wir heute haben, auch aufgrund der schwierigen Situation, Mehrheiten in Deutschland zu definieren, führt mehr und mehr zu einer Klientelpolitik, ist sehr kurzfristig angelegt, betrachtet nicht die langfristigen Perspektiven. Sie haben ja eine, finde ich, sehr interessante These aufgestellt, dass Sie gesagt haben, die Politik hätte die Wahrheit sagen müssen in Bezug auf die Frage, können wir gleiche Lebensverhältnisse in unserem Land garantieren? Und Sie sagen, können wir nicht und das müssten wir auch klar bekennen. Von wem hätten Sie diese klaren Worte erwartet oder glauben Sie, dass die Politik es überhaupt sich leisten könnte, so etwas zu tun? Ja, das ist dieselbe Frage, die ich vor vielen Jahren beantworten musste, als ich zwei Unternehmen zusammengeführt habe und wusste, dass wir 30-40% Personal abbauen müssen, um die Gesellschaft zu restrukturieren. Die Frage war einfach, sage ich das oder sage ich das nicht? Ich glaube, am Ende des Tages bin ich immer sehr gut gefahren, indem ich die Situation ehrlich beschrieben habe und versucht habe, und das meine ich, versucht habe, die Ergebnisse sozial abzufedern. Das heißt, ich glaube eben nicht, dass wir jetzt diskutieren sollten, wie wir die Lausitz zu einer blühenden Landschaft machen. Ja, ich rede jetzt mal ganz ungeschützt, sondern ich glaube, die Produktivität und die wirtschaftlichen Perspektiven in den Städten sind einfach so, dass der Drang von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft in die Städte zu gehen größer wird. Und wir werden in Deutschland wie weltweit übrigens irgendwann die Situation haben, dass 4/5 der Menschen in Städten leben. Brauchen wir dann 20-30 Flughäfen in Deutschland? Das meine ich. Brauchen wir überall einen ICE-Anschluss? Brauchen wir überall flächendeckend, ich sag mal, Forschungseinrichtungen? Ich glaube, wir müssen einfach ehrlich sein und sagen, die Mittel, die wir haben für Bildung, die Mittel, die wir haben für Infrastruktur, die sollten wir doch bitte dort investieren, wo sie gut angelegt sind. Und mit dieser Produktivität, die wir in den Städten erzielen, müssen wir dann im Sinne von sozialer Marktwirtschaft einen Ausgleich herstellen. Und was machen wir da mit der Lausitz? Renaturieren. Okay. Das ist, ja. Wissen Sie, als ich kurz nach der Wende durch Ostdeutschland gefahren bin, habe ich sehr, sehr viele Gewerbegebiete gesehen, die ausgelobt wurden, die gebaut wurden etc. Und von diesen Gewerbegebieten sind die wenigsten erfolgreich gewesen. Das heißt, ich befürchte einfach, dass wir, ich sag mal, durch falsches Vorgehen, durch dieses Paradigma, wir müssen in Deutschland gleiche Lebensverhältnisse schaffen, dass wir Investitionen fehlleiten, knappe Ressourcen fehlleiten, Budget, Geld fehlleiten. Und das tut weh und das wird uns irgendwann einholen. Inwieweit ist eigentlich die Wohnungswirtschaft symptomatisch für diese Gesamtentwicklung? Steht sie als Pars pro Toto oder ist sie an bestimmten Stellen außergewöhnlich für die Gesamtentwicklung, über die Sie gesprochen haben? Also in einem Punkt ist die Wohnungswirtschaft oder die Immobilienwirtschaft außergewöhnlich. Das will ich hier auch ganz klar mal sagen. 86% des deutschen Sachvermögens
sind in Immobilien investiert. Es ist also hochgradig gefährlich, wenn man dauerhaft in dieser Branche eine Immobilienkrise, eine Angebotskrise auslöst. Wir haben alle gesehen, was 2007 in den USA passiert ist. Was ich sagen will, ist, das ist ein ganz sensibles Feld. Auf diesem Feld wird sehr viel Altersvorsorge, werden langfristige Sparpläne realisiert. Dieses Feld ist das Kernstück unseres Sparvermögens. Und insofern ist die Immobilienbranche besonders. Von der politischen Wahrnehmung, von der wirtschaftlichen Wahrnehmung würde ich einfach sagen, nein, wir sind alle da im selben Boot, ob Automobilbranche, Chemiebranche, Wohnungswirtschaft. Ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, bitte nicht jammern, die Automobilbranche hat es im Moment auch nicht einfach. Die Landwirte gehen auf die Straße, ja, die Fluggesellschaften, alle stehen unter dem Druck und alle stehen ein Stück weit unter dem Druck, ihre Geschäftsmodelle zu rechtfertigen. Aus unterschiedlichsten Überlegungen, alle. Fühlen Sie sich ruhig ermutigt, schon die eine oder andere Hand zu heben, wenn ich beginne sicherlich jetzt gleich schon ein bisschen Stimmen zu sammeln. Guck mal, schon geht's los. Wenn Sie es tun, ich stelle noch eben eine Frage, wenn Sie es tun, seien Sie so lieb und sagen Sie, wer Sie sind und wo Sie herkommen. Einen Punkt habe ich noch in Bezug auf die Wirtschaft. Für wie innovativ, für wie risikobereit halten Sie die Wirtschaft, dass Sie gerade als Kopf dieses Unternehmens über eine große Risikobereitschaft und auch eine harte Kante oder harte Linie Bereitschaft verfügt haben? Das haben wir, glaube ich, erkannt und das sieht man auch an den Zahlen, die Sie seither hingelegt haben. Aber ich glaube nicht, dass das symptomatisch für die gesamte deutsche Wirtschaft steht. Ganz im Gegenteil. Ruht sich die deutsche Wirtschaft nicht viel zu sehr auf dem aus, was sie hat und ist nicht bereit, mutig Wege zu gehen, auch jenseits von allen politischen Reglementierungen? Ich komme aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg zeichnet aus, dass wir uns nicht nur über Großkonzerne definieren, sondern insbesondere über viele kleine Familienbetriebe. Und wie wir alle wissen und oftmals die sogenannten Hidden Champion, zeichnet sich unsere Wirtschaft nicht durch globale Konzerne aus im Wesentlichen, sondern durch viele, viele Hidden Champion im Mittelstand. Und ich halte diese Mittelstandsunternehmen nach wie vor für hochgradig innovativ und risikofreudig. Was, glaube ich, Wirtschaft massiv verunsichert, ist einfach, dass Wirtschaft im Moment ein Stück weit einfordert Planbarkeit, Perspektive. Ja? Das heißt, eine Energiewende, ja, aber bitte wie? Und wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Und wie sollen wir investieren? Ich meine, wenn VW sagt, sie investieren in Elektromobilität, dann sollten wir daraus nicht gleichzeitig sagen, das ist die Zukunftstechnologie. VW ist in China und wir wissen alle, VW erwirtschaftet riesige Gewinne in China. Und wenn China sagt, wir machen jetzt auf Elektromobilität, dann ist ein VW-Konzern gezwungen, auf diese, Antriebsform zurückzugreifen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das richtig ist. Also insofern, wir leben von den Hidden Champion, das macht uns stark. Das macht uns auch weniger anfällig. Es sind nicht die Siemens, es sind nicht die, Mercedes dieser Welt, sondern es sind viele familiengeführte Unternehmen. Mhm. Es sind aber auch die BMWs dieser Welt, wo sie langfristig orientierte Investoren haben, Familien haben, die langfristig auch bereit sind, Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Also Sie meinen, Risikobereitschaft ist vorhanden? Ja, definitiv. Okay. So, jetzt hatte ich schon zwei Wortmeldungen gesehen von dem jungen Mann dort und von der reizenden Dame dort in der Mitte. Bitte was? Eins. Oh, Moment. Wir müssen mal kurz. Ich glaube, sprechen Sie. Ja, genau, wie es passt. Vielen Dank für die Ausführungen. Matthias Arnold von der Deutschen Presseagentur. Herr Zahn, Sie hatten gesagt, die Antwort auf diese angespannte Wohnsituation ist nicht unbedingt nur möglichst schnell, möglichst günstig, auf möglichst günstige Weise Wohnungen zu schaffen. Das Problem sei komplexer, haben Sie gesagt. Und haben dann als Beispiel genannt, dass man ja auch vielleicht auf die Arbeitsplätze gucken müsste, wo die denn in den nächsten Jahren angesiedelt sind. Aber vielleicht können Sie es noch mal so ein bisschen konkretisieren. Was sind denn die Trends, was sind denn die Antworten, die diese Probleme möglicherweise mithelfen könnten zu beheben? Dankeschön. Noch nicht, weil er noch nicht wieder an seinem Pult war. In den Großstädten
Deutschlands. Hamburg, München, Berlin stehe ich vor ganz anderen Herausforderungen immobilienwirtschaftlich als in, ich sag mal, den Flächenregionen. Wenn ich heute in eine Projektentwicklung gehe in der Innenstadt, dann muss ich heute, ich sag mal, nicht nur in einem Produkt denken, sondern ich muss in mehreren Produkten denken. Ich muss in Retailfläche denken, ich muss in Arbeit, also Büro denken, ich muss in Wohnen denken. Das heißt, neue Quartiere werden in der Durchmischung getrieben von Share Economy, ja, getrieben auch von Klima. Wir wissen das auch China, dass China versucht, Verkehrsströme zu beeinflussen, indem sie Arbeit und Wohnen wieder verdichtet. Ich glaube einfach, das ist die große Herausforderung. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Heute haben wir im Unternehmen über Mobilität gesprochen. Ich glaube einfach, dass das Thema Mobilität und E-Mobilität im Wesentlichen ein Thema der Großstädte ist. Ja? In Berlin müssen wir uns mit E-Mobilität, sage ich mal, beschäftigen. Und wir beschäftigen uns auch damit. Wir haben heute analysiert, wo wir zukünftig Zapfsäulen investieren wollen oder müssen. Aus zweierlei Gesichtspunkten. Das eine ist, unsere Mieter werden das Angebot irgendwann annehmen. Das andere ist, ich sag mal, Mobilität wird sich über E-Mobilität abbilden. Wenn ich heute durch die Stadt gehe, dann muss ich einfach feststellen, von drei Zapfsäulen funktioniert eine nicht. Die andere ist sozusagen zugeparkt. Und an der dritten stehen im schlimmsten Fall drei Autos. Nachfrage? Nein, sehe ich nicht. Bitte sehr. Ja, guten Tag, Anna Rake. Ich bin heute einfach so hier. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Ihres größten Investors. Ja. Und der hing gerade so bei Ihrem Vortrag die ganze Zeit, für mich zumindest, wie der pinke Elefant im Raum, den Sie nicht angesprochen haben. Jetzt demnächst, beziehungsweise ich prognostiziere, dass wir eventuell den Aufsichtsratsvorsitzenden von Deutschland als Kanzler haben werden. Und ich frage mich, das ist Friedrich Merz. Friedrich Merz. Ach so. Genau. Ja, und Sie haben 10% hat BlackRock jetzt mittlerweile zurzeit. Und Sie haben angekündigt, eben auch noch mehr zu kaufen. Ja. BlackRock ist aber dafür bekannt, dass es bei Klimafragen sich relativ zurückhält, beziehungsweise sogar Greenwashing betreibt. Also nach außen hin, ja, wir finden das alles super, aber nach innen hin dann dagegen votet. Wie sehen Sie das? Also ich sehe sozusagen, wenn ich so Ihren Vortrag höre, E-Mobilität, also ich freue mich ehrlich gesagt, wenn mehr E-Autos fahren würden, weil dann die Luft einfach sauberer wäre. Ich gebe Ihnen bei der Ressourcenknappheit recht, aber man muss auch bedenken, dass BlackRock der größte Anteilseigner an Rohstoff, also der größte Anteilseigner an rohstoffeigenen Energien ist. Und ich weiß gerade nicht so ganz, dass in Zusammenhang zu setzen mit Ihren Äußerungen. Ja? Fair. Also ich habe mich gestern Abend nicht mit Friedrich Merz abgesprochen über meinen Vortrag. Ich habe mit dem Herrn Merz auch wenig zu tun. Sie müssen wissen, dass BlackRock, der größte Teil, der in uns investiert ist, sind sogenannte Indexfonds, die in der Regel überhaupt keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik nehmen. Indexfonds heißt einfach passiv. Richtig ist, und das weiß ich auch, dass das diskutiert wird, ist die Frage auch hier der Allokation, ja, der Anteilnehmer oder der Aktionäre in börsengelisteten Gesellschaften. Da fällt schon auf, dass angelsächsische Unternehmen, das gilt nicht nur für Deutsche Wohnen, sondern insgesamt für die Branche, bis zu 70% sozusagen Anteil halten in den Unternehmen. Das ist schlecht für uns. Das hat auch was damit zu tun, dass wir eben kein kapitalgedecktes System haben, Rentensystem haben. Das haben die Holländer anders geregelt. Der größte Pensionsfonds Hollands ist bei uns investiert. Der größte Pensionsfonds Frankreich ist bei uns investiert. Norges, die größte, also der größte Staatsfonds ist bei uns investiert. Und nochmal, ich habe ja vorhin gesprochen von sogenannten Ratingagenturen. Die sind unabhängig. Was mich umtreibt im Moment ist eher, wir haben ja 2007 die Situation gehabt, dass Ratingagenturen
am Ende des Tages mitverantwortlich gemacht worden sind für die Immobilienkrise, ne? Weil sie, ich sag mal, hier gewisse Aussagen getätigt haben, die sich nicht als falsch erwiesen haben. Ich habe schon Sorge, dass wir jetzt auch im Bereich Klima und Rating, dass das zu US-dominiert ist. Das heißt, ich halte es schon für enorm wichtig, dass wir in Europa eigene Ratingagenturen etablieren, sowohl auf der Finanzseite als auch auf der Klimaseite. Da müssen wir uns unabhängiger machen, weil ich glaube, das ist schon richtig. Es kann nicht sein, dass US-dominierte Ratingagenturen über Investitionen in Deutschland oder Europa entscheiden sollten. Das steht ja schon länger im Raum, wenn ich da mal nachhaken darf. Was müsste aus Ihrer Sicht hier getan werden, dass wir zu einem europäischen Rating kommen? Also Deutsche Wohnen ist Mitglied in der Zwei-Grad-Stiftung. Die kennt vielleicht der ein oder andere. Da geht es eigentlich darum, dass es Unternehmen gibt in Deutschland, die schon seit Jahren ein Stück weit das Klima als Ziel, als Aufgabe wahrnehmen. Und ich habe in der Runde neulich einfach angeregt, dass wir uns viel, viel stärker mit Rating-Agenturen beschäftigen müssen, die in diesem Feld unterwegs sind. Und wir müssen uns insgesamt alle sensibilisieren, dass wir dort idealerweise starke Ratingagenturen etablieren, die langfristig letztendlich wettbewerbsfähig sind und bleiben. Ja, und das heißt, wir müssen da als Industrie, als Unternehmen Politik beraten und unser Wissen um knappe Ressourcen und Finanzmärkte einbringen. Ja. Es haben sich weitere Wortmeldungen ergeben. Die Liste wird nicht kürzer. Insofern legen wir einfach los. Und ich, angesichts der Tatsache, dass Sie den Bogen so weit gespannt haben, versuche ich jetzt nicht zu clustern, sondern lasse lieber die Wortmeldungen zu und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Vielen Dank. Guten Abend. Leif Göritz von Thalia. Sie haben gerade zwei wichtige Bausektoren angesprochen, Wohnen und Bürofläche. Was ist denn Ihre Perspektive auf Retail? Weil jetzt einfach aus Retailer-Perspektive, Sie haben A-Lagen, die Boom teilweise noch, Prestige-Objekte, die teilweise mittlerweile auch leer stehen. Sie haben B-Lagen und vor allen Dingen dann Kleinstädte, oder nicht mehr Kleinstädte, mittlere Städte, in denen große Ketten rausgehen und die Retailflächen gar nicht mehr neu vermietet werden können. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite das Extrem, dass Büroflächen irgendwie nicht hinterherkommen. Haben Sie da vielleicht ein bisschen mehr Perspektive für uns? Also mal ganz plump, stumpf gesagt, wir investieren in Berlin in erster Linie in Grundstücke. Die sind bebaut mit Hotel heute, mit Retail, mit Office, mit Wohnen. Ich glaube, wir müssen in der Immobilienwirtschaft mehr und mehr die Expertise nachweisen, dass wir in der Lage sind, in den, sage ich mal, boomenden Städten aus, was wir mittlerweile machen, aus Wohnen Office, aus Office Wohnen, aus Pflegeheim Hotel, aus Hotel Seniorenheim zu schaffen. Das heißt, wir müssen auf der produktiven Seite einfach die Flexibilitäten haben, dass wir diese Gebäude zukünftig flexibler nutzen können. Ich bin für Retail insgesamt nicht negativ. Ich teile teilweise nicht die Meinung auch hier vieler Analysten. Ich glaube, dass Retail in der Top-Lage, das sieht man am KDW ganz deutlich, war neulich dort, sehr, sehr gut funktioniert. Nur, ich sage mal, das werden immer mehr Erlebniswelten und sind immer weniger die Aldis dieser Welt. Das heißt, der Mensch geht nicht konsumieren, weil er einen Staubsauger kaufen möchte, sondern der Mensch möchte mit Menschen in Kontakt kommen. Und das ist die Chance von Retail, glaube ich. Und das ist eine gute Alternative im Übrigen zum, Shoppen über Internet. Nachfragen oder nein? Erstmal alles fein. Sie sind eigentlich noch gar nicht dran, aber bitte, Sie sind der Gastgeber. Nein, es passt wahrscheinlich jetzt gerade gut dazu. Gut, der wollte mich nicht vordrängeln. Also, ich habe eine Frage, die mich schon seit längerem umtreibt, der Zahn, Ihre öffentliche, also die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ich überspitze das jetzt mal bewusst ein bisschen, um sozusagen Ihre Antwort herauszufordern. Meine Wahrnehmung als normaler Zeitungsleser und Verfolger der allgemeinen Presseberichterstattung ist die, es wird ständig auf Ihnen rumgehackt. Sie sind einer der Hauptboom-Männer, meines Erachtens zu Unrecht, oder ist egal, für die Wohnungskrise oder im Rahmen der Wohnungskrise werden Sie als einer der Hauptboom-Männer dargestellt.
Es wird ernsthaft in der Regierungskoalition Berlins diskutiert, sie komplett zu enteignen. Hm. Und ich könnte diese Liste beliebig fortführen. Es wird Wahlwerbung damit gemacht. Berlin hat Eigenbedarf, deutsche Wohnung enteignen und so weiter und so fort. Also sie haben massiven Druck in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich höre Ihre Stimme nicht. Ich habe heute zum ersten Mal Ihre Stimme gehört. Ich meine jetzt nicht die von Ihnen persönlich, aber von der deutschen Wohnung. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, ich lese nicht richtig Funk und Fernsehen. Okay, das kann gut sein. Sie werden nicht wirklich wahrgenommen. Ja, oder vielleicht ist meine Wahrnehmung auch falsch. Das würde mich sehr interessieren. Die Wahrnehmung ist, dass Sie kaum gegenhalten. Also ich lese gerade ein Buch über Mandela. Und Mandela war immer mal wieder geneigt, sich zu wehren. Aber es gab für ihn ein größeres Prinzip. Und das größere Prinzip war, er wollte eine Lösung. Und Mandela war auch derjenige, der mal gesagt hat, ich verliere nicht, ich lerne dazu. Also Sie können sich als das einfach so vorstellen. A, wir lernen im Moment viel. Und ich glaube, das wird uns besser und stärker machen. All die Themen, die ich heute, ich sag mal, beschrieben habe, wie Mieterbefragung, Mitarbeiterbefragung, das ist ja kein System, was wir seit 50 Jahren vorleben. Das sind alles Systeme, die wir die letzten Jahre etabliert haben. Ja? Wir haben in der öffentlichen Wahrnehmung lange, lange, lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt. Wir gehen da situativ rein. Wir haben über die letzten Monate ein Dialogformat angeboten, wo im Übrigen, ich glaube, bis zu 200 Experten diskutiert haben. Wir in Zeitungen etc. können Sie die Ergebnisse nachlesen. Wir haben als erste Gesellschaft, und ich glaube, es ist auch bekannt geworden, dieses Mieterversprechen ausgesprochen. Wir führen sehr, sehr viele Gespräche, nicht übers Internet, sondern hinter verschlossenen Türen. Ich halte es einfach für eine Unsitte und ich sage mal, da sind wir viel zu seriös, immer alles gleich der Weltöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also wir sind daran interessiert, mit der Stadt Lösungen zu finden. Und die Art und Weise, wie wir das tun, ist souverän, ist lösungsorientiert und sachlich. Und wir stellen mehr und mehr fest, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung so noch nicht wahrgenommen wird, dass wir die Gespräche führen können, dass uns Türen geöffnet werden und dass sich immer mehr Leute, im Moment vielleicht mehr Insider, ja, für das interessieren, was wir machen. Und insofern würde ich sagen, unser Weg ist, wie ich vorher beschrieben habe, kein 100-Meter-Lauf. Ich würde mit Ihnen gerne mal in 4, 5 Jahren diskutieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir gut beraten sind, wenn wir nicht populistisch agieren, wenn wir nicht auf Politik einschlagen, wenn wir versuchen, die Dinge ernst zu nehmen und wenn wir, und das ist, glaube ich, entscheidend, und das ist eine ganz große Schwäche unserer Branche, wenn wir eigene Lösungen anbieten. Wir sind die typische Branche, die immer beobachtet, urteilt, bewertet, aber nicht in die Eigeninitiative geht. Und ich glaube, genau das ist jetzt die Chance der Deutschen Wohnen, aber insgesamt der Branche, dass wir zeigen müssen, dass wir innovativ sind, dass wir risikofreudig sind, dass wir unternehmerisch agieren und dass wir den Willen haben, als Teil der Gesellschaft hier zur Lösung beizutragen. Das verantwortliche Handeln, das, sag ich mal, dem menschenverpflichtete Handeln, das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, den Sie sich auf die Fahnen schreiben. Sie betonen ja sehr, dass Sie sich nicht über Mieterinteressen hinwegsetzen, sondern Lösungen suchen. Ich habe gelesen im Vorfeld des heutigen Abends, dass Sie bei so und so vielen Mietern, 1000 Mietern, die Probleme mit ihren Mietzahlungen haben, mit ihnen Lösungen entwickelt haben. Das Interessante ist ja, das habe ich in einem Interview gelesen, aber die Wahrnehmung ist natürlich wirklich eine sehr stille, eine sehr zurückhaltende, eine eher defensive oder kaum hörbare Stimme. Ich meine, ich will nichts sagen, aber Sie haben da eine Pressestelle. Ja, gut. Also nochmal, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben nicht 150 Leute in der Pressestelle, sondern 2. Ich glaube, dass wir viele gute Argumente haben auf unserer Seite, die auch mehr und mehr überzeugen. Und am Ende des Tages, das Wichtige für mich ist die Rückkopplung zum Mieter. Und wenn wir der Mieter, immerhin 36% der Mieter sagen, sie sind zufrieden, bis sehr zufrieden mit uns als Vermieter, sie sind zufrieden mit der Wohnsituation, auch mit der Miethöhe.
Und wir auf der anderen Seite den Mietern, die Schwierigkeiten haben, ihre Miete bezahlen, 6.000 im Moment, den Mietern, die Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, zuletzt fast 40% unserer Neuvermietungen, den Mietern, die Modernisierung sich nicht leisten können oder Mieterhöhung aus Mietspiegel nicht leisten können, sagen, ihr müsst nicht ausziehen, dann glaube ich, ist das der richtige Weg. Das heißt, ich bin so ein typischer, wie soll ich sagen, ich bin nicht online, ja, ich bin offline. Ja, ich bin altmodisch und ich glaube, auch ein bisschen altersgerecht unterwegs. Ich glaube einfach an Lösung, an konstruktiv, sachlich geführte Diskussion. Ich glaube auch an die Berliner Politik. Ich glaube, dass die Berliner Politik gerade lernt, viel lernt, ja, auch im Zusammenhang mit dem Mietendeckel. Sie haben das heute gelesen, da finden immer noch Diskussionen statt. Ich glaube einfach, dass Politik im Moment unter einem enormen Druck steht. Enormen Druck. Ja. Es ist nicht lustig für viele Menschen in der Politik tagtäglich zu lesen, was über sie geschrieben steht. Es ist nicht lustig tagtäglich zu sehen, wie die Stimmenanteile schwinden. Da hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Dass Politik im Moment massiv teilweise geneigt ist, kurzfristig zu handeln, ist für mich fast schon menschlich. Ich glaube, wir müssen als Deutsche Wohnen die Berliner Politik davon überzeugen, dass wir ein Teil dieser Stadt sind, dass wir Lösungen anbieten können, die für die Stadt gut sind und funktionieren. Und am Ende des Tages, nochmal, am Ende des Tages zeigen uns die Mieter, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich habe dort eine weitere Frage. Und dann schaue ich mal noch herum. Und einen kleinen Moment können wir noch. Wunderbar. Bitte. Ja, hallo. Nina Kremser. Ich arbeite in einer Innovationsberatung hier in Berlin, Sommerrust. Und meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die meines Vorsprechers. Vielleicht mit einem bisschen generalistischerem Framing. Sie haben ja den Vortrag übertitelt mit Radikalisierung und Emotionalisierung des gesellschaftspolitischen Umfelds. Das haben Sie jetzt eher marginal behaupten angesprochen. Das würde mich aber tatsächlich interessieren, weil tatsächlich, also man kann das ja sicher vertreten und ich würde da wahrscheinlich sogar zustimmen, dass aktuell öffentlicher Diskurs sehr gerne meinungsgetrieben funktioniert, sehr emotionalisiert, sehr aufgeladen, dass wir fast schon so auf postfaktischen Diskussionen sind, wo irgendwie gute Argumente nichts mehr zu zählen scheinen, weil wenn jemand was glaubt, dann ist es so und es ist schwer zu sagen, das sind aber die Zahlen und Studien, die Leute sagen einem trotzdem, nee, glaube ich aber nicht und fertig. Und generalistischer formuliert sozusagen, wie geht man als Unternehmen damit um, dass auf einmal solche Diskussionen in der Öffentlichkeit sind, wo man nicht einfach sagen kann, das ist jetzt aber unsere nachrecherchierte Lösung und Antwort. Und das kommt aber gar nicht an. Also wie geht man damit um? Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man Haltung zeigt. Ja? Also ich will das jetzt mal auf eine andere Institution beziehen, die ja derzeit massiv unter Druck steht. Das ist der Regionalverband BBU. BBU hat sich erlaubt und erdreistet, eine Position zu beziehen, eine Meinung zu beziehen, die nicht allen gefällt. Und wenn ich dann sehe, dass eine linke Fraktion hier plädiert für den Austritt der städtischen Wohnungsbaugesellschaften aus dem BBU, weil sich ein Verband positioniert, dann muss ich einfach sagen, das sind dann grenzwertige Erfahrungen, die ich im Moment machen muss, genauso wie Enteignung. Das muss man auch offenlegen und das muss man auch hart diskutieren und da muss man auch hart in der Sache sein. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Mehrheit der Berliner, und darum geht es mir, die Mehrheit der Berliner, glaube ich, ist sehr misstrauisch gegenüber der Politik, hat den Glauben auch insgesamt an die Politik ein Stück weit verloren. Wenn ich höre, dass die Leute sagen, Mietendeckel finden sie gut, aber gleichzeitig sagen, sie glauben nicht, dass die Mieten fallen, dann zeigt mir das ganz deutlich, dass es ein großes Misstrauen gibt. Und ich glaube einfach, auch Politik ist lernfähig, nochmal. Und das heißt, ich bewege mich nicht in den Extrem rechts oder links, sondern ich bewege mich in der Mitte, weil in der Mitte ist nach wie vor die Mehrheit, auch in Berlin. Und die möchte ich überzeugen und die möchte ich abholen und die möchte ich mitnehmen. Ich würde gerne zum Schluss des Ganzen, ich gucke jetzt gerade noch, ob sich eine Hand hebt, sehe ich gerade nicht, würde ich gerne nochmal abschließend auf ein Thema kommen, was Sie ja als ein
eigentlich schon vor 15 Jahren nötigen Lösungsweg gerade im gesamten Wohnungsthema bezeichnet haben, nämlich wir müssten bauen. Es hätte viel schneller Anreize zum Bauen geben müssen. Ich glaube, das unterschreibt jeder. Wenn Sie jetzt angesichts der definitiv dramatischen Lage in urbanen Regionen und angesichts der Tatsache, dass nicht jeder in den Zoo der Lausitz, in Anführungszeichen war ein Scherz, in den Zoo der Lausitz ziehen möchte, weil er da auch keine Arbeit findet, geht, sondern in den urbanen Regionen bleiben will. Wenn Sie jetzt drei klare Wünsche an die Politik, die Sie ja verantwortlich machen für die Misere, wenn Sie drei klare Wünsche an die Politik äußern würden, was sollte konkret gemacht werden, damit wir an dieser Bauthematik endlich mal ein bisschen vorankommen? Ja, Bauen muss Gesetz werden. Und das heißt, wir müssen uns über Partizipation Gedanken machen. Das heißt, weniger Partizipation würde helfen, stärker in den Neubau zu kommen. Punkt eins. Punkt zwei. Tempelhofer Feld ist ein klassisches Beispiel für mich. Also die Diskussion müssen wir beenden und wir müssen das Tempelhofer Feld so bebauen, wie es in 30, 40 Jahren zu dieser Stadt passt. Das heißt nicht dreigeschossig, sondern so, wie die Perspektive dieser Stadt ist. Großstädte. Berlin ist eine Weltstadt. Und das dritte Thema ist, wir müssen im Grunde genommen, das habe ich schon gesagt, wenn wir wirklich sagen, es gibt ja Politiker, die sagen, Wohnen ist Grundrecht, dann müssen wir über die Umsatzsteuer nachdenken. Es kann doch nicht sein, dass der Staat, ob wir klimatische Sanierung durchführen oder Neubau betreiben, immer mit 19% Umsatzsteuer dabei ist. Das heißt, ca. 600 Euro im Neubau sind Steuern. Das heißt, wenn wir also ehrlich zueinander sind und sagen, Wohnen soll, ich sag mal, ist ein Grundbedürfnis und soll grundgesetzlich verankert werden, dann müssen wir auch, wie bei Brot und Butter, darüber sprechen, muss es dann 19% sein. Da gibt es ganz einfache Wege. Und wir reden immer über Verknappung von Boden. Ehrlich gesagt, so wie ich es für einen Fehler halte, dass wir Tegel schließen, ja, weil wir uns solche Schließungen gar nicht erlauben können. So halte ich es auch für einen Riesenfehler, dass wir Siedlungen aus den 50er, 60er Jahren, dass wir nicht den Mumm haben, den Mut haben, die abzureißen und neu zu bauen. Es kann einfach nicht sein, dass wir innerstädtisch, ich sage mal, GFZs haben von 0,2, wo heute die Stadt sagt, wir brauchen mindestens 1,5. Sie haben mit vielen wirklich klaren Worten, denke ich, für mancherlei Gesprächsstoff oder auch für mancherlei weiterführende Diskussion gesorgt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie vielleicht noch einen kleinen Moment da sind, um auch das ein oder andere bilaterale Gespräch zu führen. Wahrscheinlich kommen dann auch noch die ein oder anderen Fragen auf Sie zu. Wir sind, glaube ich, eingeladen zu einem kleinen Umtrunk, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Das nehmen wir natürlich gerne wahr. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei Ihnen allen, insbesondere bei Ihnen für Ihren wirklich beeindruckenden Tour d'Horizon. Ich habe eine Menge heute gelernt, wie es bei einer Lecture auch, denke ich, sein sollte. Ich hoffe, Sie auch. Und ich hoffe, dass Sie einen gewinnbringenden Abend als den heutigen empfinden und mitgenommen haben. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich bei den Gastgebern und freue mich jetzt auf das Gespräch da draußen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Knoll.